Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS17 und zwar auf der Porta Westfalica auf unserem Server. Und heute Abend ist wieder Livestream. Und es gibt wieder so ein kleines Infovideo. Ich habe da noch zwei Mods mit reingenommen. Einmal hier das Forstfahrzeuge und einmal das Kotte Pack. Wir schauen uns das gerade mal an. Einmal haben wir da Holztransportfahrzeuge, genau so heißt das, MAN. Den Anhänger konnten wir uns schon leisten, den LKW noch nicht. Genau, das ist noch mit da drin. Und dann haben wir noch das Kottepack. Da haben wir da verschiedene Fässer, mit die wir auch Treibstoff transportieren können. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo ist denn das hier eigentlich? Vielleicht bei Diverses ist es drin, genau, da können wir Milch und Wasser und Treibstoff und so Sachen transportieren. Coole Sache. Wir können auf jeden Fall, ist der Komposter jetzt im Betrieb, der läuft. Das ist jetzt gegangen, das hat funktioniert. So, und ich habe noch Kartoffeln geladen hier. Es gibt leider Öffnungszeiten hier auf der Karte. Und ja, das meiste geht erst um 8 Uhr auf, also wir haben hier gleich 3 Uhr morgens, aber wir haben noch die Zeit ein bisschen schneller laufen, das machen wir morgen vielleicht im Livestream wieder auf Echtzeit. So, da seht ihr, da läuft der Komposter, tipptopp, der ist da am Produzieren, also wir haben einige Sachen zum Verkaufen. Ich sag, Kartoffeln haben wir ja das letzte Mal gemacht. Oder ja, ich nicht, aber die anderen. Es sind viele Felder fertig zum Ernten. Wir können da gleich mal schauen. Und zwar haben wir da, ja, wir haben, was haben wir eigentlich? Sonnenblumen ist drauf, Mais und Raps und Soja. Also alles sowas, was Geld bringt. Und die meisten Felder sind schon fast fertig, also Mais können wir auf jeden Fall machen. Raps ist ein Feld fertig, also da können wir auf jeden Fall mal richtig loslegen hier. So, dann sag ich mal den Tempomat mal ein bisschen höher machen. So, komm schon, jawohl, 63, jawohl, es geht los. Juhu. So, aufpassen, damit ich nicht geblitzt werde. Und wir fahren jetzt mal zum Güterbahnhof, da will ich die Kartoffeln verkaufen, da steht schon ein Traktor. Vollgeladen mit Kartoffeln, mit 45.000 Litern Kartoffeln. Und wir brauchen natürlich einen Radlader, einen großen. Erstmal um Kompost zu laden und zweitens noch um bei der BGA damit zu arbeiten. Das wollen wir uns noch... Das wollen wir uns noch leisten, aber da fehlt uns noch ein bisschen Geld. Deswegen dachte ich, schaust mal wegen den Kartoffeln. So, der ist hier ein bisschen leicht auf der Vorderachse. Der rutscht hier fast drüber hinaus. Ist vielleicht auch ein bisschen zu schwer hier für den kleinen Deutz. So, ich schau mal, ob ich mit der Fähre fahren kann, ob das funktioniert. Ne, die Fähre ist eigentlich zu. Genau. Jetzt. Das stimmt. Die Fähre ist gar nicht in Betrieb. Die macht um 22 Uhr Feierabend. Also ihr seht, wir haben wirklich zeitlich, können wir da nicht eigentlich voll durcharbeiten. So, wir fahren mal hier lang. So, es sind auch noch nicht alle Felder in unserem Besitz. Aber das muss ja auch nicht sein. Wir haben erstmal genug. Und ja, es können 10 Leute hier auf dem Server spielen. Und der Server ist am Samstag im Livestream ist der an. Sonst nicht. Sonst kann da nicht, kann man da nicht drauf spielen. Habe ich da ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht. Aber Samstag, wenn ihr Bock habt, kommt ihr einfach vorbei. Mods
Oh nein! Irgendwie habe ich es noch gedacht, damit ich da geblitzt werde. So, jetzt muss man auf der Karte schauen, wo ich da eigentlich bin. So, ich biege mal hier ab. Oh. Okay, es kommt noch jemand. Ich spiele halt gerade auf dem Server und da kann es schon sein, damit der eine oder andere da noch das gerade ausnutzt. Oder vielleicht kommt da noch ein netter Helfer. Der Matze, was letztes Mal bei ist, der hat hier ein bisschen vorbereitet auf dem Server. Glücklicherweise, sonst wären wir auch mit den Feldern noch nicht so weit. So, jetzt synchronisiert. Das ist denn übrigens beim Livestream auch so, wenn da irgendein Spieler drauf kommt, stoppt dann natürlich gerade das Spiel, damit man da ja, damit sich synchronisieren kann. Und jetzt schauen wir mal, wie lange das geht. Eigentlich dachte ich, ich zeige euch gerade mal hier, was hier läuft und wir machen morgen einen Livestream. Oder morgen, heute Abend, 20 Uhr. Heute Abend, 20 Uhr. Ich nehme es einfach einen Tag vorher auf. So, sehr schön. Ich kann nichts machen. Und die Zeit läuft. Ihr findet das Spiel unter Multiplayer, Spiel beitreten, Deutschland. Und der Karte wäre denn Porta Westfalica. Und der Spielname wäre MZ80. Porta Westfalica. Und das Passwort wäre MZ8022. Und dann könnt ihr da mit drauf kommen. TeamSpeak ist auch vorhanden. Machen wir, oder gibt es nachher noch unten in der Videobeschreibung, ist ein Link dazu. Für die, was TeamSpeak nutzen. Und ja, was noch eigentlich gut wäre, wenn nebenbei nicht der Stream läuft, weil dann hört man eigentlich alles doppelt. Ja, also jedenfalls, wenn der Ton aus wäre, wäre es eigentlich vom Vorteil. So, was ist denn da los? Es geht recht lang. So, ich würde gern. So, MZ79 ist beigetreten. Der hat das letzte Mal auch, letzten Samstag war dabei, hat er super Sachen gemacht. Die haben, glaube ich, Gras geerntet. So, bin ich jetzt da richtig oder nicht? So, ich muss mal hier abbiegen und schauen, damit ich da Richtung Bahnhof bekomme. Bahnhof bekomme. Zum Bahnhof kommen. Boah. Da geht's aber steil hoch hier. Oh. Da ist der Anhänger fast zu schwer. Da hängt der Traktor mit den Hinterachse in der Luft. So, Güterbahnhof, hier abbiegen, okay. Ich bin jetzt die Strecke schon mal gefahren, kenne das bisschen, kleines bisschen. Die Karte ist natürlich sehr, sehr cool. Überall Polizei, überall Blitzer, kennen wir schon. Überall bezahlen wir da.
So, kommt da noch eine Brücke? Ich glaube, da kommt noch eine Brücke. Okay, was machst du? Ich schreib gleich. Okay, dann wisst ihr eigentlich erstmal Bescheid und ja, wenn ihr Bock habt, heute Abend 20 Uhr Livestream Community zum Mitspielen. Wäre sicher eine coole Sache, eine gute Gelegenheit, mal mit mir zu spielen. Schaut doch einfach mal vorbei. Würde mich freuen. Okay, macht's gut. Ich bin jetzt eigentlich hier beim Güterbahnhof angekommen. So, genau, da steht er schon. Der andere mit den Kartoffeln. Und wenn die aufmachen, verkaufen wir die und kaufen wir uns wahrscheinlich einen großen Radlader. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis 20 Uhr. Ciao, ciao.